Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Easter Mansion. So, und ich war im letzten Part total bescheuert. Der liebe Assassin C. Croft hat mir nämlich geschrieben, nochmal, dass das hier alles mit Zeit überhaupt nichts zu tun hat. Sondern, dass man hier einfach nur immer über diese Plattform hier laufen muss, halt, damit hier irgendwas passiert. Ja, Handy ist gut. So, jetzt geht das hoch, okay. Mal über das andere Teil hier laufen. Jetzt geht das hoch und das runter. Du sollst hochgehen. Ja, toll, jetzt geht das mittlere wieder runter. Wow, was ist denn für eine Kameraansicht hier? Come on. Ich will, dass diese Plattform da hinten hochgeht. Ja, mein Wunsch war dem Spiel Befehl. Yay! Endlich können wir das letzte Ei verschieben. I'm so happy. Danke nochmal dafür an Assassin Seacroft. Ganz liebe Grüße an dich. Oh, diese erlösende Musik. Ja! Yippie! Aua. Ach, ist das toll. Und ich komme nicht hoch. Doch, komme ich. Warte. Ich könnte auch eine Kiste verschieben, aber das mache ich nicht. Oh, ist das toll. So weit war ich in dem Spiel noch nie. Ernsthaft, noch nie. Muss ich eine Kiste verschieben oder schaffe ich den Sprung? Ach, den Sprung schaffe ich. Komm. Oh, jawohl. Speichern. Ganz wichtig. Oh. Thank God. Huh? Okay. Also das habe ich echt noch nie gespielt. Das ist wirklich völlig blind für mich ab dieser Stelle. Kann ich sagen. Ich meine, es war ja vorher schon so teilweise blind. Also von daher... Warte, ist noch was mit dem Bücherregal? Das will ich zuerst kontrollieren. Ist hier irgendwo ein Büchlein, was ich vielleicht drehen kann? So als Geheimschalter oder so? Nee, scheint nicht so. Alles klar. Und hier auch kein Jump-Switch oder so? Nö. Alles klar. So, jetzt bitte das fünfte Osterei und Spiel vorbei. Schon wieder so eine große Katze. Kann ich garantiert wieder zerschießen. Ja, ich habe das fünfte Osterei. Hier ist es. Ja. Oh. Oh. Yes. Geil. Geile Scheiße, Leute. Echt, ey. Sehr geil. Na gut. Katze zerschießen. Zerschießen. Mal sehen, ob das geht. Katze, stirb! Ich sagte... Aua. Ja, ich sagte Aua, genau. Nee. Stirb! Oh, ein zweites Büch... Yeah! Ein Geheimgang hat sich geöffnet, wie schön. Die Musik ist cool. Yeah. Wo komme ich raus? Ach, hier bin ich gerade rausgekommen. Ach, das ist interessant. Ja, nice. Freut mich. Nice, nice, nice. Oh, Leute. Wir haben alle fünf Ostereier. Oh, nochmal ansehen, diesen Triumph genießen hier. Hä? Secret, Secret, was? Fünf Easter Eggs. Yay! Vor allem tolles Deutsch-Englisch wieder, ne? Fünf Easter Eggs. Wo waren das jetzt? Unten, genau. Die Bibliothek war ja unten. Wow! Oh, Gott sei Dank. Naja, selbst wenn, hätte ich halt Energie abgezogen bekommen. So, das ist das, wo ich hin muss. Und das ist hier eine Sigrid. Erstmal hier gucken. Achso, das ist... Oh, ich bin so doof. Ich habe das eben nicht gesehen, dass es das eine Abkürzung war. Oder ist hier noch irgendwas? Nee. Ganz toll, ich nehme den langen Weg, obwohl hier so ein kurzer ist. Ah, geil. Ja, ist gut. So, jetzt bin ich gespannt, was der Hebel macht. Einfach nur Levelende. Bücherregal.
Ach, das geht runter. Okay. Oh, ich sehe hier... Oh. So, wenn ich mich jetzt hier runterlasse, ist Levelende, oder was? Beziehungsweise Spielende. Hallo. Oh, wie niedlich. Wie niedlich ist das denn, bitteschön? Oh, ein Osterhase mit einem Eiernest-Rucksack-Dingens auf den Schultern, auf dem Rücken. Ist das süß. Dich nehme ich. Klar, und das muss jetzt in der Haupthalle auf das letzte Podest, was noch leer war. I see. Wo geht's raus? Hier geht's raus. Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Aber das ist ja sowas von zuckersüß. Ach, sowas mag ich ja. Ach, das ist toll. Easter Bunny, ja. So, und jetzt garantiert Ende. Der Osterhase! I wish you glad Easter. Ja. Oh, da sind ja sogar zwei Osterhasen. Oh. Ja, Leute. Das war's. Das war Tomb Raider Easter Mansion. Ach, ist das toll. Wir haben das Spiel, wie auch A Little Gift, in 8 Parts nur durchgespielt. Und, ja, was soll ich sagen? Ich bin happy. Es ist ein absolut wirklich wunderschönes kleines Osterspiel, was man jedes Jahr aufs Neue wirklich gerne spielt. Und die Musik ist toll, an sich der Levelaufbau ist total schön und liebevoll gemacht. Dieses Haus mit den Ostereiern und Osterhasen und allem drum und dran. Überhaupt diese Idee, dass man 5 Ostereier sammeln muss und dann auch noch vor allem diese süße Osterhäschen, das dann hinterher auf das letzte Podest stellen muss. 3 Secrets gab es in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das alle waren. Aber es war auf jeden Fall echt herrlich. Also ich bin froh, es Let's Play zu haben, dass ich es euch zeigen konnte und dass ihr es auch so gerne geguckt habt. Definitiv. Und es werden natürlich auch in Zukunft weiterhin so kleine Costume-Levels, Let's Play-Dinger von mir kommen. Spätestens, allerspätestens zu Weihnachten wird es wieder ein Weihnachts-Let's Play in dieser Hinsicht von mir geben. Denn es gibt ja noch schöne andere Weihnachts-Lara-Spiele, nicht nur in Little Gift, auch wenn Little Gift das Schönste eigentlich ist, meiner Meinung nach. Aber egal, und ich denke mal, dass wir uns auch vor Weihnachten dann schon wiedersehen werden. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal und vor allem natürlich schöne Ostern wünsche ich euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.